Mit dem 21. Türchen im Bier-Adventskalender widmen wir uns mal einem neuen Thema, nämlich den sogenannten Grutbieren. Vor einigen Jahren hatten wir schon mal das Grutbier aus Gent im Kalender und beim Grut handelt es sich um eine Gewürzmischung oder Kräutermischung, die im Mittelalter verwendet wurde und auch schon davor, um eben Bier haltbar zu machen, um Aroma mit hinzuzugeben. Oder eben auch, um verschiedene ja, Aromen zu überdecken. Das hat sich dann immer fortgeführt, wurde dann irgendwann vom Hopfen verdrängt, weil dieser dann auch einfacher anzubauen war und eben die Eigenschaften vom Hopfen, der in diesen Grutmischungen vermutlich auch schon Verwendung fand, einfach besser waren, um Bier haltbar zu machen und eben auch dann das Aroma im Bier dann zu bestimmen. Aber es hat immer mal wieder ja, Kräuterbiere gegeben. Und ja, es gibt mittlerweile immer mehr und darunter eben auch unser heutiges Bier, das Gageleer Sour White, dessen Geschichte aber ein bisschen weiter zurückgeht, nämlich schon in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Denn dort fingen die Menschen an, in dieser Gruppe, in den Kempen, rund um Auturnhout, da wo auch der Sitz heute noch ist, der Gesellschaft Gageleer, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Da wollte man dann eben ein Bier brauen mit althergebrachten Methoden und dann war es eben auch die Frage, mit welchen Kräutern und so stieß man im Kräuterbuch vom Mechelner Botaniker und Arzt, ich muss es ablesen, Rembert Dodoens aus dem 16. Jahrhundert, der dort 1340 verschiedene Pflanzen und Kräuter auch beschrieben hat, über 700 Abbildungen mit in das Buch reingetan hat, ein bisschen zu vergleichen mit dem Buch von Hildegard von Bingen, nur dann eben von einem belgischen Botaniker und gleichzeitig Arzt. Und ihm ging es eigentlich darum, ja, dass Apotheker und Ärzte sich nochmal dem Thema Heilkraft der Pflanzen widmen, weil eben dieses Wissen nach und nach verloren gegangen ist. Kann man so ein bisschen mit der heutigen Zeit vergleichen, wo es eben auch ja, nicht mehr immer so ganz bekannt ist, welcher Strauch oder welche Pflanze für welche Krankheit, welches Wehwehchen oder irgendetwas anders Verwendung finden kann. Und ja, auf dieses Buch sind sie gestoßen und da wurde dann eben der Gagelstrauch beschrieben. Und so hat man sich dann festgelegt auf diese Pflanze, um die dann in Bier ja, zu verwenden. Wir machen das Bier mal auf und ich erzähle gleichzeitig ein bisschen weiter. Und so hat man dann 1988 zum ersten Mal in einer kleinen wallonischen Brauerei, die nicht weiter genannt wird, hat man das erste Gageleer oder Gagelbier gebraut. Und danach in einer Garage in Beerse in Antwerpen. Und dann ging es 1996 in die gerade neu gegründete und heute weltbekannte Proofbrauerei, die sehr, sehr viele Biere braut, unter anderem für Mikkeller, aber eben auch viel für belgische Brauereien. Entweder Brauereien bzw. Firmen, die ein Bier in Auftrag geben. Wir hatten beim Alkoholfrei-Bier-Tasting das Blumenbuch. Mit Blumen, also mit Pflanzen drin, von einer Gärtnerei, die dem Bruder vom Gründer der Proofbrauerei gehört. Also da wird ganz viel experimentiert, aber eben immer auf sehr hochmodernen Anlagen von Anfang an schon und da wird auch sehr Wert drauf gelegt, dass da immer das Nonplusultra an Anlagen verwendet wird und da wird eben dieses Bier gebraut. Von wem und wie, das können wir gleich noch erörtern und jetzt widmen wir uns schon mal zuallererst dem Gageleer. Es ist ein Blanche, aber es ist nicht sehr trüb für ein Blanche, also sehr, sehr klar trotzdem noch. Also ein Blanche, ein Weizenbier in dem Fall, aber eben auch nicht vergleichbar. Man sollte sich da auch nicht zu sehr auf das, ja, auf dieses Weizenbier fokussieren, denn wir haben hier natürlich etwas ganz anderes vor uns, vor allem weil es auch noch ein Sour ist und dann auch noch mit einer Pflanze drin, die nicht Hopfen ist. In der Nase hat man auf jeden Fall dieses Kräutrige, auch noch leicht Pfeffrige. Und so ein bisschen Zitrusaromen noch, die mit dazukommen. Also diese fruchtige Komponente ist auf jeden Fall auch da. Aber vor allem dieses pflanzliche, kräutrige und leicht pfeffrige
Finde ich auf jeden Fall schon mal sehr interessant und eben nicht, wie man das von einem Blanc oder Weizenbier in erster Linie erwarten würde. Ich sage Prost, wir probieren mal. Sehr dezente Kohlensäure. Man hat anfangs so eine ganz leichte Süße, die rauskommt und dann kommt sofort die leichte Säure. Also es ist jetzt kein kräftiges Sauerbier, sondern man hat so eine leichte Säure, Zitrussäure, dann kommen diese Kräuter wieder schön raus, man hat im Abgang auch so eine, kommt die pfeffrige Note wieder leicht raus, aber eben dieses Zitrusaroma oder auch diese Zitrussäure, die man da schon eben in der Nase hatte, die kommt hier wieder gut durch. Super erfrischend, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Zum Beispiel nach der Gartenarbeit oder nach der Arbeit in einem Naturschutzgebiet. Und da kommen wir dann eben auch schon zu den Auftraggebern bzw. zu der Idee hinter dem Bier. Denn schon relativ am Anfang, also 96 zur Hofbrauerei, Ende 96 der erste Sud von 1000 Litern und 97 wurde dann die erste Naturschutzorganisation gegründet. Der Wiedewal, also der Pirolvogel, hieß die damals noch. Und die hatten sich eben zum Ziel gesetzt, Naturschutzgebiete zu erwerben, also zu kaufen und dann entsprechend zu pflegen. Eigentlich genau das, was heute Natagora und Natagora BNVS, BNVS der deutschsprachige Arm quasi von Natagora, heute machen. Und eben in Flandern ist das Natuurpunt. Im Blogbeitrag auf bullisches.be findet ihr dazu auch eine ganze Reihe Projekte, die durch dieses Bier hier unterstützt werden. Also ich glaube 10 Cent pro Flasche gehen dann in den Naturschutz rein. Man hat sich natürlich darum bemüht, auch ein Bio-Bier zu haben. Seit 2003 sind die Gageleer-Biere biozertifiziert. Es gibt noch das Gageleer-Original. Es gibt das alkoholfreie, auch super lecker. Und es gibt noch ein dunkles, wo mir jetzt der Name entfallen ist. Also die gibt es diese vier verschiedenen Biere, mit der man was für den Naturschutz tun kann und eben auch noch gleichzeitig ja, etwas Regionales unterstützt. Und der Gagel, der hier verbraut wird, kommt auch noch aus einem dieser Naturschutzgebiete. Also ist dann auch wieder die quasi Zirkularwirtschaft wieder gegeben. Also das Bier finanziert das Naturschutzgebiet, in dem dann die Rohstoffe sozusagen wachsen. Zu dem Bier kann ich mir super gut vorstellen, Camembert, der so ein bisschen die Säure nimmt und der da sich so ein bisschen drüber legt, aber auch fein mit dieser Zitrussäure dann ja, in Kombination treten kann und das Kräutrige nochmal verstärkt wird durch den Camembert. Oder was natürlich auch gehen würde, wäre ein leckeres Ratatouille, da natürlich mit Bio-Gemüse, wer kann. Und ja, ein super interessantes Bier. Immer wieder schön, wenn dann so eine Geschichten dahinter sind. Man sieht auch hinten drauf das Logo von Natuurpunt. Also eine runde Sache. Zum Auftraggeber. Ich sagte, es ist die Gageleer SCRL, also eine Kooperative mit einem sozialen Ziel. So haben sie sich vor ein paar Jahren nochmal umbenannt. Aber hier steht Biosano. Biosano ist einer der größten, ich glaube sogar der größte belgische Großhändler für Bioprodukte, die dann eben teilweise, wie zum Beispiel hier, das Bier dann direkt in Auftrag geben und dann eben über die Lizenzgebühren bzw. diese Abgabe dann wieder die Gageleer SCRL unterstützt. Sie stehen auch bei Untappd, unter anderem bei Beers for Nature. Das ist so ein ganzer Zusammenschluss von Bieren, die sich eben dem Naturschutz widmen. Vor ein paar Jahren hatten wir mal das Mammutbier, wo es auch dann eben darum ging, in der Region ja, den Naturschutz zu fördern und eben zu pflegen. Ich wünsche euch hiermit sehr viel Spaß und dann sehen wir uns morgen zum Freitag und schon zum 22. Türchen wieder. Ich sage Prost, bis dann.